Doch wirklich gut. König umzubringen. Unglaublich. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Ich wette, dass Erend hinter der Wahlsauslieferung steckt. Die Osseram halten schließlich zusammen. Haben wir hier? Schließlich auf Signal. Was meinst du? Ja. Achso, du meintest, schieß nicht auf Signal, ne? Ja. Ja, das hätte auch noch passieren können, ne? Ja, aber gut, dass die Aloys gesagt hat, sonst hätte der jetzt Verstärkung, dann wären noch mehr gekommen. Als wären das nicht eh schon genug gewesen. Schieß doch, ja. Nee, lieber nicht. Ich wünschte, die Osseram würden ein Gerät erfinden, das diese Arbeit. So, haben wir hier jetzt soweit alles gelootet? Oder da unten ist noch was. Nice. Nee. Das mit dem Signal, das können die gerne stecken lassen. Das zerstört ist. Ach, das zerstört ist? Ich dachte, das aktiviert ist. Kein ja. Platz. Also ist ja besser. Warum einfach, ne? Jo, ich hätte jetzt gedacht, das löst das Signal vielleicht aus. So, Herr Neil. Dann lass mal reden. Hat ja auch das Blut in den Ohren gerauscht? Der Klang hält an, in der Stille. Ein Ruf zu den Waffen, ein innerer Drang. Oder ein bisschen verrückt, ne? Glaube ich sofort. Das sehe ich. Du warst also mal Soldat. Für die Kaja? Für sie, gegen sie. Ein Imperium findet immer Kriege. Nur nicht wählerisch sein. Der neue König Avad sah das etwas anders. Er wollte die Kriegsverbrechen untersuchen. Sind Kriege nicht immer ein Verbrechen? Dennoch meldete ich mich freiwillig. Freiwillig, um mit zu untersuchen? Nein, um freiwillig zu gestehen. Wozu Zeit mit Untersuchungen vergeuden? Man schickte mich 2 Jahre nach Sonnenfels. Ein faires Geschäft. Der ist ein bisschen crazy, der Typ, ne? Was für Dinge hast du getan, Neil? Akzeptable Dinge, unter den Umständen. Akzeptabel für wen? Ich treffe keine Entscheidung. Sagen wir bloß, die Einsatzregeln gefielen mir. Aber Regeln sind wichtig. Eine Struktur. Ein Käfig. Ansonsten kennst du diese Orte, einsame, einst belebte Orte, die jetzt nur noch eine Wunde im Erdboden sind. Wahrscheinlich bin ich dort gewesen. Okay, ich verstehe. Man schickte dich 2 Jahre auf einen Felsen? Ist das eine Art Kaja-Ritual? Nein, nein. Sonnenfels ist ein Gefängnis, südlich von Meridian, südlich der Regenfänge. Unser neuer Sonnenkönig glaubt an Rehabilitierung. So wie ich, in der heißen, dunklen Steinzelle, konnte ich mich auf das besinnen, was mir wirklich wichtig ist. Ich verstehe. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ich dachte, wir wären Partner. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Neil. Und der führt offenbar wieder zu Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Kaja-Hochzeit im Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Zeit zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für sie. Sie führten eh ein verkommenes Leben. Ja, okay. Dann, ich werde mit dem Typ nicht so richtig warm. Der ist irgendwie ein bisschen verrückt. 15.000 für das Lager und für die Nebenquests kriegst du 5.000 bis 6.000 oder 7.000. Also die Banditenlager, die lohnen sich. Sollten wir vielleicht doch ein paar immer machen, wenn wir welche finden. Warte mal, was ist mit den verdorbenen Zonen? 10.000. Gutstätten, nur für... Ja, das sind nur die. Langhälse haben wir. Ja, Aufträge. Nicht die geben im Vergleich, ne? Was? Naja. Wir machen uns weiter Richtung Schöpfersende. Man kann nie wissen, was looten dabei natürlich wieder.
Denn, wie Aloy sagt, man kann nie wissen, wann man es braucht. Wir speichern und gehen dann einmal zu der Verkäuferin hier. Und gucken mal. Wir kaufen uns einfach die restlichen Sachen, die wir noch nicht haben. Auf jeden Fall die leichten. Okay. Die Sachen, die sind ja praktisch gleich. Die haben halt nur anderes Aussehen. Mehr nicht. Die haben halt nochmal eine Modifikation mehr. Mehr auch hier nicht. Derbnistilgerin. Laserherz brauchen wir dafür. Rohstoffe kaufen. Munition, Schatzkisten. Ach guck mal, das ist gratis, ja dann. Verkaufen. Verkauf, warte so. Oh, habe ich Herz. Ja, sollten wir vielleicht mal behalten. Hier können wir schön noch verkaufen. Sachen, die nur zum Verkaufen da sind, auf jeden Fall. Und Kitty? Welches Level? Ich habe 27, 28, sowas habe ich jetzt gerade. Und Kitty, wie waren bei dir die letzten 3 Wochen? Wir hatten ja Urlaub, haben viel unternommen. Jetzt geht der Alltag aber so langsam wieder los. Das heißt so langsam, seit dieser Woche halt wieder. Ich hoffe, du hattest auch angenehme Wochen. Hier, ich kann dir das mal zeigen. Ich bin jetzt 28. Das habe ich zurzeit geskillt. Geht so, Krankschreibung. Oh, was hattest du denn? Ich habe 2 Fertigkeitspunkte. Das ist das, was ich so geskillt habe. Ich würde gerne eigentlich diese beiden auch mal machen. So, Waffenspulen. Ich weiß immer nicht, was ich skillen soll. Melanida. Oh, nice. Da muss ich hin. Okay, nee, komm. Hier, das bumse ich Roy als nächstes, glaube ich. Wobei, das brauche ich auch eigentlich. Ich brauche alle. Ich brauche alle Skills. Okay. In weiter Richtung Schöpfers Ende. Was auch immer das halt für ein Lebensbalken ist. Vielleicht ist das Buggy. Das ist offenbar nicht Buggy. Behemoth. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß da hinten. Und viel Erfolg. Das war's schon mit den Menschen. Die sind schon tot. Ja. Ich brauche das jetzt gerade nicht. Das brauche ich jetzt gerade wirklich nicht. Gut vorbereitet sein. Ist ja auch eine völlig falsche Richtung. Das kommt ja noch dazu. Wir wollen ja keine Umwege machen. Da geht's lang. Oh Gott. Hör mal. Guck
Okay. Auch die sollten wir eventuell rüber nach Hause und bin dann, yo, bis später. Die lila Waffen sind besser und die im DLC noch besser. Schnee. Ja, ich weiß, Es wird also kälter. die, aber jetzt von der Stärke her nicht, ne? Nur von, die können nur mehr Modifikatoren aufnehmen, ne? Und ich glaube, solange ich hier mit denen noch gut auskomme, weiche ich mir dann das ganze Geld und so fürs DLC auf. Es kann ja nicht schaden, das Ding hier mal zu überbrücken. Alles gut. Nicht tödlich. Mach das DLC, sobald du hoch genug bist. Okay. Bin eigentlich kein Fan davon. Ich mache das gerne so getrennt. Wie hoch muss man denn dafür oder sollte man denn dafür sein? Weiß ich gar nicht. Sollen wir noch ein paar mehr vielleicht auch überbrücken? Wäre gut, ne? Kannst auch mehr Pfeile und so nutzen. Ja, mit den Skills, dass ich zwei oder drei schieße, ne? Muss ich aber erst noch skillen. Okay, dann nicht. Oha! Junge! Übertreib halt komplett! Kannst auch mehr Pfeile, andere Pfeile. Ja, genau. Wow. Und komm schon mit dem Hintern. Und bam. Und bam. So. Hätten wir das schon mal. Waren das alle? Ja, den hatte ich ja auch noch überbrückt. Schauen wir mal. Das sieht gut aus. Da sind Menschen. Die werden aber keine Freunde sein. Du meinst also, mit dem DLC kommen noch mal andere Pfeile, die man nutzen kann? Zeigen sich noch mal welche vielleicht? Na, ach so. Da ist wohl jemand aufgewacht. Bessere Bögen und Rüstung, ja. Okay, ich verstehe. Aber du hast ja gesagt, sobald ich hoch genug bin, ne? Ab wann bin ich denn hoch genug? Ich werde dir Hitze, zeigen, wie er gesagt hat. Das ist die Frage. So, die hätten wir schon mal. Das waren hier jetzt erstmal alle. Können wir die jetzt erstmal looten? Doch an der Quest. Ja, welche Quest ist das denn? Wait. Ist das das hier? Nördlich des Grabhorts. Auf in die eisige Wildnis, ist das das? Wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Ja, okay. Alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Komm ich hier rein? Komm ich da irgendwie hoch? Aus. Naja, schauen wir uns das hier mal an.
Erstmal geht es hier weiter. Gibt es hier vielleicht irgendwo in der Nähe nochmal ein... Da oben ist ein Lagerfeuer, okay. Das war jetzt nur erstmal nur so ein Außenposten, so wie es aussieht. So, hier sollen Sachen versteckt sein, okay. Genau da, wo er gesagt hat. Keine schlechte Auswahl. Das wird Seilwerfer. Zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Warte mal, Seilwerfer haben wir bekommen. Ne, den hatten wir doch schon, oder nicht? Hier, ja, den haben wir doch schon ausgerüstet. Toll. Hätte ich mir den nicht kaufen brauchen, oder was? Aber der hat ja schon, aber ist schon ziemlich spät. Also der hat schon bis jetzt ziemlich gut geholfen. Verdammt. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Lagerfeuer zum Speichern. Da ist ein verdorbener Wächter. Okay, gut. Dann scheinen noch mehr zu sein. Verdorbene Wächter. Kultistengräber. Die Eclipse und verdorbene Maschinen. Sie arbeiten zusammen. Ja, eine ach. Glückliche Familie. Ja, und jetzt nichts Neues, ne? Wenn sie hier schon mal so rumläuft. Leider nicht das, was ich brauche. Ach, echt beruhigt. Hey. So, wo sind hier noch welche? Der ist da, klar. Da unten sind noch welche. Ansonsten scheint hier erstmal keiner zu sein, ne? Da oben sind bestimmt noch welche, die rauskommen, sobald Alarm geschlagen wird oder so. So kann ich dich nicht erschießen. Gut. Reichtümer gibt es hier schon längst keine mehr. Nur noch die alten, vergraben in der Erde. Denken kann man sich hier nicht so gut, ne? Da unten ist was. Habe ich da hin, ohne gesehen zu werden? Ja, nice. Oh, da ist noch ein Wächter. Den sollten wir als erstes ausschalten. Oh, ja. Die Dämonen müssen auferstehen. So, zu Hause. Schön, schön, dass du zu Hause bist. Endlich Feierabend. Workout hinter dir. Da kann man's, da hat man es auch verdient, auf die Couch zu gehen, ne? Wie mache ich die beiden jetzt? Ich habe Angst, dass wenn ich die beiden jetzt erledige, ja, dass sowas halt kommt, ne? Dass die anderen sofort angerannt kommen. Da sind, ah, guck mal, da sind auch noch welche. Shit. Okay, der dreht sich erstmal um. Schauen wir mal, was passiert. Dreht er sich nochmal zu uns um? Haben wir es ja schon erzählt, dass wir in Magdeburg waren? Also so mehr. Ja, in Magdeburg waren. Wir sind daran auf der Autobahn daran vorbeigefahren. Wir glauben, wir haben es von der Ferne aus gesehen. Haha.
als wir nach Berlin gefahren sind. Also, da haben wir einen Zwischenstopp auch in Berlin gemacht. Da sind wir auf dem Hinweg praktisch die, einfach nur die A2 lang. Deswegen sage ich ja mehr, ja. So nah und doch so fern. So sieht's aus, genau. Guck, guck. Nice. So. Aber sonst ist hier jetzt auch keiner, ne? Nur noch die beiden, ne? Hoffe ich. Diese Grabungsstellen. Sie sind riesig. Seht zu mir, Brüder! So. Wir hatten überlegt, rauszufahren und dich zu besuchen. Genau. Richtig. Waren ganz kurz davor. Ey. Hier geblieben. Bitte lass das ein Rattenknochen sein. Nein, natürlich nicht. So, sieht aus, als hätten wir hier so jedenfalls in der Umgebung erstmal alle erwischt. Doch nice. Da hinten hatte ich noch einen erledigt. So. Kommt hier oben noch mal vielleicht noch mal ein Lagerfeuer oder so? Hier draußen wird es nicht wärmer. Schon. Rattenknochen, endlich. Herstellen, tragen, Rasslarv. Nutze ich so gut wie nie, aber will mir ja trotzdem. Oh, Fischgräte. Will mir ja trotzdem irgendwie auch weghaben, ne? Kommen wir keine. Kommt hier kein Lagerfeuer mehr, das ist natürlich schade. Schade. Anna? All diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Gut möglich, dass das hier ein Shoppingcenter war, um ehrlich zu sein. Das hat der nicht gesehen. Hat der nicht gesehen. Hat der nicht gesehen. Ach du Scheiße. Hier ist. Oh nee, nicht wieder so einer. War? Ich weiß nicht genau, was das war. Sehr still, ja, nice. Sehr, sehr still. Nice. Immer noch auf der Suche nach mir. Sie haben einen Todbringer. Kämpfen oder weglaufen. Jo, ciao. Lauf, lauf. Lauf. Da. Wenigstens sind die verdorbenen Wächter ja kein Problem mehr, wenn die One-Shot sind. Erstmal wieder verstecken. So. Okay, haben sich erstmal alle wieder beruhigt? Schön.
Sind das nur noch die? Hier? Also die beiden Menschen, der Wächter und der Verderber? Mehr nicht? Ist ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein, ne? Aber ich sehe hier nirgendwo was, wo ich mich da unten gut verstecken kann. Doch, da unten, klar. Ich bin blind. Das hier ist kein Ort für mich. Hat er das gesehen? Als ob. Der muss nur einmal kurz stillhalten. Zu mir gucken und stillhalten. So ungefähr. Nice. So, und sonst ist hier jetzt keiner mehr. Das heißt, ich kann mich in Ruhe um den Verderber kümmern, oder was? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Ne, da ist noch einer. So, warten wir den auch noch ab, bis der zu uns schaut. Nein, nicht umdrehen. So, einmal Aufmerksamkeit und zack, tschüss. So, jetzt aber, ne? Nur noch der Verderber, richtig? Dann können wir ja jetzt unsere Fessel mal an dem testen. Ein Verderber. Das könnte schwierig werden. Ja, das wird schwer. Nimmt ungefähr so viel Schaden wie die Schnappmäuler. Aber braucht nicht so viele Seile. Oh Gott. Oh, und nochmal. Und noch einmal. So. So. Und nochmal. So, jetzt wieder runter mit dir. Und das sollte es gewesen sein, ne? Yes. Nice. Ja, wenn man erstmal die anderen ausschaltet, dann sind diese roten. Diese großen Viecher halt auch kein Problem, ne, mit dem Seilwerfer. Schon mega nice. Aber es ging jetzt halt auch nur so gut, weil wir vorher die anderen schön aus dem Weg geräumt haben. Sonst, ja, hätten wir das nicht so gut überstanden, um es positiv auszudrücken. So, gibt es hier nicht nochmal irgendwo ein... Als ob es hier nicht irgendwo noch mal ein Lagerfeuer gibt. Was hat man hier ausgegraben? Ja, na gut.